Boom, der dreijährige Sohn des Bonds Bretton Woods Gribaldi. Dieser herrliche Dunkelfuchs hier mit Eindrücken der Hengsttage in Vechta. Dort ja nicht nur das Publikum, sondern vor allem auch die Körkommission, die vielen Interessenten beeindruckt und mit dem Titel des ersten Reservesiegers ausgezeichnet und glücklicherweise dann gesichert für die sächsische Gestütsverwaltung. Sein Vater Bons von Benicio Sir Donnerhall, ja einst auch Siegerhengst hier gewesen in Vechta, Leistungsprüfungssieger, selten eine Note unter 9 erhalten, also überragend, wenn er unter dem Sattel von Beatrice Buchwald zu sehen war. Und das Ganze hier sehr schön kombiniert mit dem Johnson-Sohn Bretton Woods unter Matthias Alexander Rath, ja auch in der schweren Klasse erfolgreich. Und abgerundet durch einen Trakehner Mutterstamm, der großartige Gribaldi-Linienbegründer. Nicht nur der Trakehnerzucht folgt hier direkt in dritter Generation. Boom wurde gemeinsam erworben mit Sebastian Kriebitsch, Ausbildungsstall und Landestrainer in Sachsen. Und was hat uns so begeistert an diesem Hengst? Es waren zum einen die fast perfekten Reitpferdepoints, die er verkörpert, und auch die Vorstellung freilaufend und vor allem an der Longe, wo dieser Hengst aus seiner guten Konstruktion eben auch einen optimalen Bewegungsablauf realisieren kann. Bestens ausbalanciert, mit natürlicher Aufrichtung und Tragkraft ausgestattet, ein Pferd mit unheimlich Perspektive.